Depressionen und psychische Erkrankungen äußern sich bei jedem Menschen anders. Mit dieser Liste wollen wir nicht zu sehr verallgemeinern. Vielmehr haben wir bestimmte Dinge zusammengetragen, von denen Menschen mit Depressionen nach eigenen Angaben häufig zu kämpfen haben. Hier sind 8 Dinge, von denen Menschen mit Depressionen sich wünschen, dass ihre Familie und Freunde sie verstehen. 1. Es geht nicht nur um gesunde Ernährung und Sport. Auch wenn wir es wirklich zu schätzen wissen, dass ihr versucht, uns zu helfen, ist die zugrunde liegende Erkrankung nicht immer so einfach zu lösen. Es fühlt sich leider schnell so an, als ob unsere Gefühle nicht ernst genommen werden, wenn deine Worte achtlos gewählt sind. 2. Es ist nicht einfach zu verstehen, warum die Dinge so sind. Eine Depression hat nicht immer einen bestimmten Auslöser. Es passiert einfach. Es ist viel komplizierter, als nur traurig zu sein, weil wir eine schlechte Note bekommen haben. Annahmen wie diese spielen unsere Erfahrungen runter. Manchmal spüren wir keine Emotionen. Manchmal spüren wir viel zu viel und es ist nicht einmal klar, warum. Wir würden es selbst gerne besser verstehen. Aber Depressionen können eben nun mal die unterschiedlichsten, verwirrenden Gefühle hervorrufen. 3. Es ist nicht deine Schuld. Es gibt nicht den einen Faktor, der eine Depression verursacht. Es ist eine Krankheit. Bestimmte Dinge können natürlich dazu beitragen, aber es ist niemand schuld. 4. Es liegt nicht daran, dass wir uns nicht genug anstrengen. Niemand will eine Depression haben. Wenn man uns sagt, wir würden uns nur nicht genug anstrengen, obwohl wir uns wirklich Mühe geben, verschließt man die Augen vor unserem Kampf und das ist sehr verletzend. 5. Wir können nicht einfach aufhören. Wenn es möglich wäre, einfach damit abzuschließen, hätten wir es schon längst getan. Es ist nicht einfach eine Stimmung, aus der man herauskommt, wenn man damit fertig ist. 6. Wir wollen andere nicht verletzen. Wir hassen es, uns wegen unserer Krankheit wie ein Ärgernis zu fühlen. Wir wollen den Menschen um uns herum keinen Schmerz zufügen wegen dem, was wir durchmachen. 7. Wir fühlen uns wie eine Last. Unterstützung mag unsere Depression nicht auf magische Weise lösen, aber sie kann uns dabei helfen, uns besseren Gefühlen zu öffnen. Wir brauchen die Bestätigung, dass wir kein Ärgernis sind, um uns in deiner Nähe wohlfühlen zu können. Und 8. Wir wissen deine Mühe wirklich zu schätzen. Wir merken, wenn du versuchst, uns zu helfen, und dafür sind wir sehr dankbar. Uns die Hand zu reichen, ist immer ein Lichtblick für uns. Aber bitte denk daran, dass wir dich nicht darum bitten, uns zu reparieren. Hast du dieser Liste noch irgendetwas hinzuzufügen? Was wünschtest du, dass Leute es über Depressionen wüssten? Wenn dir das Video gefallen hat, drücke auf Gefällt mir und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen.